alles als Körperverletzung, bis es dann mal wieder akzeptiert ist, 10 Jahre später, genug Studien da sind. Dann kommt das nächste Material, was wieder Körperverletzung ist. Das ist irgendwie immer so dieses Ego-Thema von uns Ärzten, die immer gegeneinander arbeiten. Aber der Typ ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Zahnärzte überhaupt. Und der hat ein Forschungsteam von 30 Leuten, war der Vorstand der American Dental Association um 1900. Der heißt Weston Price. Der erste biologische Zahnarzt, meiner Meinung nach, der tolle Bücher geschrieben hat und vor über 100 Jahren eben schon kritisch im Endeffekt den gesamten Körper betrachtet hat und hat halt gesehen, okay, Wurzelbehandlungen, die gemacht wurden, führen zu Problemen bei meinen Patienten und hat einfach den Patienten empfohlen, diese Wurzelbehandlung zu entfernen und hat dann diese legendären Kaninchen-Experimente gemacht, wo er einfach diesen Spenderzahn einfach mal beim Kaninchen eingebaut hat unter die Haut und geschaut hat, was für Probleme entstehen bei meinem Patienten und was noch zusätzlich. Der hat es 30 Jahre lang gemacht, ich glaube, das Kompendium sind 2000 Seiten und der Hal Huggins, ein biologischer Zahnarzt, aus USA, der ist letztes Jahr verstorben, hat es in den 70er Jahren alles nochmal wiederholt und hatte wirklich ähnliche verblüffende Ergebnisse, dass eben quasi das Empfängertier quasi 80% der Symptome übernommen hat vom Patient und bei Herzerkrankungen 100%. Sowas würde man heute, wenn der Hannes fragt, sicherlich nicht mehr durch die Ethikkommission durchbringen, aber er hat es halt gemacht, hat sehr, sehr viele Kaninchen auf dem Altar der Medizin geopfert dafür und eben diese fokale Infektionstheorie ins Leben gerufen, ungefähr zur gleichen Zeit, wie die Hunekes das über Procain mit der Neuraltherapie festgestellt haben. Zusätzlich, was er auch noch gemacht hat, und das passt zu mir eher, der war ein extremer Forscher und ist damals schon mit dem Schiff zu den Aborigines gefahren, dann in die Schweizer Alpen, nach Afrika. Der wollte eben Leute erforschen, die sich so herkömmlich wie möglich ernähren, eben noch nicht industrialisierte Produkte hatten wie Zucker, Weißmehl oder Milch. Und wollte gucken, wie ändert sich Ernährung und Körperphysiologie. Und er hat ein tolles Buch damals geschrieben, das habe ich auch, das heißt Nutrition and Physical Degeneration. Und da hat er einfach gezeigt, okay, der Afrikaner, der sich noch herkömmlich ernährt, ist perfekt gerade gewachsen, hat alle Achter in der Reihe, hat keine Skoliose, ganz gerade. Aber der Enkel, der eben schon an Weißmehl und Zucker und Kuhmilch rankam, hat eben deformierten Körper, viel zu eng gewachsen, Zähne wachsen aus der Nase raus, so ungefähr. Und hat das eben korreliert und hat damals schon so eine Art Initial-Bone-Healing-Protokoll entwickelt. Der hatte halt noch nicht den Research. Der hatte auch noch nicht den Research, den ich euch zeige für die Wurzelbehandlung. Der hat das einfach nur festgestellt und gesehen. Und sein Ziel war eben, wie kriegt er seinen Patienten so gesund wie möglich? Und hat gesehen, ah, okay, Moment, Krankheit ist aufgetreten in kurzer Abfolge von Wurzelbehandlungen und hat das damals, wie gesagt, schon dann kritisch hinterfragt. Und hier ist das Bild. Ich wette, der Weston Price hätte sich darüber gefreut, wenn er sowas gesehen hätte, dass das wirklich so ist. Die Viecher können hier einfach ins Dentinkanälchen rein. Dann hausen die da drin, die haben ja ihren Stoffwechsel, die essen die gleichen Sachen, die wir auch essen, also Aminosäuren und so weiter und bilden eben diese hochgiftigen Schwefelverbindungen. Und auch da gibt es Studien, die genau zeigen, dass eben Thioether, Mercaptan und Schwefelwasserstoff entstehen. Also diese hochgiftigen, volatilen Schwefelverbindungen entstehen beim Bakterienstoffwechsel. Die sind krebserregend teilweise, die können super giftig sein, aber ihr könnt auch allergisch drauf sein. Das müsst ihr immer wissen, beides, giftig, allergisch. Viele Heilpraktiker kompensieren dann so einen wurzelbehandelten Zahn über die Gabe von MSM, also quasi natürlichem Schwefel, um eben giftigen Schwefel rauszuboxen, aber dann essen die tonnenweise Schwefel und die Ursache ist immer noch nicht weg. Heute gibt es wirklich Lösungen und wenn ihr den Patienten habt, der eben danach sucht, dann landet er bei euch, wenn ihr euch da in der Richtung weiterbildet. Und ein Patient, der partout das gar nicht hören will und der sagt, meine Wurzelbehandlung funktioniert seit 30 Jahren, alles ist super, ist doch super, alles gut, ihr müsst ja nicht ein Missionar sein. Ja, aber es gibt eben unglaublich viele, und das ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts, chronisch kranke Patienten, und da müssen wir eben genauer gucken. Darum geht's eigentlich, das müsst ihr verstehen, dass ihr da einen riesigen Hebel in der Hand habt, und die Patienten werden euch lieben, die suchen euch von überall. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Anfragen an Neupatienten wir pro Tag haben. Ihr seid gefragt, ihr müsst auch das Gleiche machen, und ich empfehle natürlich auch alle, die schon das Curriculum gemacht haben und Spezialist sind, wo ich weiß, okay, von denen würde ich mich operieren lassen, die empfehle ich auch. Ja, wenn dein Patient anfragt, hey, wir essen da im Osten, dann sage ich Sabine Hutfils. Oder wer ist in deinem hintersten Eck von Bayern, dann sage ich halt Alexander Neubauer. Da muss ich aber ein gutes Gefühl haben, weil nachher kommen die wieder zu mir zurück und sagen, du hast mir aber den Behandler empfohlen, aber der macht das gar nicht konsequent, das geht dann nicht. Also, oder hier in Hamburg, dann empfehle ich halt die Babette oder... Es gibt auf jeden Fall immer mehr Leute, aber es ist wirklich nicht flächendeckend. Und es gibt 25 Spezialisten, die wir ausgebildet haben. Und ich glaube, der Jürgen hat es vorher gesagt, es gibt 70.000 Zahnärzte in Deutschland. Das ist 0,003%, habe ich vorher ausgerechnet. Das ist also nichts. Und ihr arbeitet alle zusammen. Ihr dürft es nicht sehen, oh, der nimmt mir meine Patienten weg und der mir seine. Meine Patienten kommen fast alle aus dem Ausland oder mindestens mal 40% aus meiner eigenen Stadt. Gibt es niemanden, der da hinkommt. Das heißt, meine Kollegen in Tübingen bräuchten gar keine Angst haben.
behandle dir nichts weg und man kann auch nichts wegbehandeln, weil man kann doch nur Leuten helfen. Und umso mehr wir machen, umso besser. Und natürlich müsst ihr da wissen, wie der gesamte Körper funktioniert. Und dann könnt ihr die Mundhöhle nicht separat betrachten. Das funktioniert nicht. Der Mund ist ein Teil eures Körpers und das ist das Einzige, was biologische Zahnmedizin sagt. Das war es euch schon. Ja, ihr könnt ihn nicht als außenstehendes Teil sehen, so wie die FDA das macht und sagt, hey, eine Füllung, eine Krone ist nur ein Device. Brauchen wir nicht toxikologisch untersuchen. Ihr müsst schon das Gesamt sehen. Deswegen müssen wir eben Gespräche suchen, gucken, dass wir eben mit Ärzten zusammenarbeiten, mit Integrativmedizinern, da gibt es ja schon viel mehr und ich mache das ja auch auf der ganzen Welt, aber es ist immer noch schleppend und alle Leute machen eben ihre einzelnen Systeme. Der Körper ist ein Gesamtsystem und da geht es eben zu Schulen. Ja, die könnt ihr alle nutzen und denkt mal aus der Sicht drüber nach, das ist ein großer Wert, glaube ich, der von euch generiert werden kann, wenn ihr das einfach weitergebt. Ja, einfach Wissen weitergeben, nicht so dieses Ego-Ding machen, ich behalte mein Wissen für mich, eher so, wie können wir so vielen Leuten wie möglich zusammen helfen? Da müssten wir eigentlich quasi eine Armee von integrativmedizinischen Ärzten, Zahnärzten bilden.